So, und da sind wir wieder zurück hier bei Haven. Und ja, beim letzten Mal wurden wir anscheinend entdeckt. Denn von dem Planeten, von dem Yu und Kay kamen, kam, ich würde sagen, so eine Art Spezialeinheit, die Hornissen nennen. Oder wo die, ja, Art der Roboter von jetzt hießen. Und ja, jetzt sollten wir sollten wir hier zu den Koordinaten. Und ja, wir sind aber noch auf dieser Insel hier stecken geblieben, die wir als erstes freischalten müssen, auch von dem ganzen Rost. Hornissenfriedhof, die haben angefangen. Ja, ja. Sprungbrett des Todes. Catilla Spirata. Ah, Birbelstation ist da noch zu entdecken. Dann ist sie noch mit Rost bedeckt, immer noch, und muss besser erkundet werden. Das werden wir jetzt in dieser Folge machen, aber vorher reden wir nochmal mit den beiden. Oder lauschen ihrem Gespräch. Denn die liegen hier wieder. Bedeutet meistens, dass sie was zu erzählen haben. Alright, let's say there is in fact a station on Lonero. What would you say to my mom? Well, first off, I would ask for explanations about Source, but also about this whole Hornets business. I'm sure the Council has more important things to do than worry about two boring escapees. Can you imagine the cost of such an operation? Just for us? It must be a misunderstanding. Considering her ties to the Council, she could probably clear it up. What if there is no misunderstanding? Then we're in deep bloot. So, wir verlassen das jetzt hier einfach mal wieder. Wobei, warte. Ich möchte vorher noch was kochen, damit wir genug zu essen haben für Wirbel. Wochen. Ja, wir brauchen unbedingt Kandisbeeren. Es wird jetzt echt Zeit, dass wir mal länger auf Tour gehen. Aber das machen wir ja jetzt. Nehmen wir das einfach mal mit. I still don't understand why the apiary sent in those hornets. Irena would know. Now let's just hope that there is in fact a way to reach her on Lonero. Wir locken jetzt mal wieder Birbel an. Sorry, birds. Dann einmal den Planeten. Also Insel. Ding. Ort. You know, it's kind of chilly up here. Yeah. We should have packed you a little sweater. Ah, perfekt. Wir sind sogar direkt an der Brücke, zu der ich wollte. Wie mir scheint. Ja. Gut. Dann erforschen wir doch mal den Ort hier. Dann den ganzen Rost. Ja.
Was? Päckchen. Der erinnert mich so ein bisschen an Gizmo. Also meinen anderen Kater. Ja, ich habe 3 Stück. Das hat super geklappt. Eat it! Bam! Nice one! You! Dodge this one! You know what to do! On it! Wegen? That one must have hurt. One to go. Target locked. I'm coming. Go, go, K. Much fun. Und beruhigen. Your turn. Yep. Bye bye. Yes. Sehr schön. Dieses kleine Ding. Weil mir jetzt schon wieder einfällt, dass ich vergessen habe, für die einzelnen Sachen hier schon wieder Screenshots zu machen. Passt mal wieder ganz grandios. Sie ist noch nicht fertig. Woohoo! Wobei in aller Not kann ich auch noch ein Video selbst draus machen. War hier. Did you hear that? No. I'm getting paranoid. Da oben ist noch was. Master at work. Von denen hier mache ich auch noch mal ganz kurz Screenshot. Dann habe ich nämlich das für den letzten Part auch schon. Ich? Nein. Ja, nein, mal. Wobei doch in echt schon. In echt habe ich tatsächlich Höhenangst. Haben wir alles. Okay. Das ist, da geht's auch noch zu einer. Ich will die natürlich auch erkunden. Ja, nichts auslassen. Ich würde auch gerne wissen, wie es in der Story weitergeht. Das hier... achte ich gerade für wichtiger. Dann noch ein... was... fehlt immer noch. Außerdem, vielleicht finden wir hier ja auch noch... Sachen für unser Schiff.
weiß ja nie, was man hier so deckt. Denn? Ich glaube, die kannst du gar nicht aufladen. This one's tough. Maybe try some. No way. Brute. Ready. Now. Hey, that's cheap. You? Yep, saw that. Okay, einmal. Hallo, letztes Mal. There you go. Oh, come on. On your mark. Now. Push. Too slow. Let's get it over with. And done. Dodge. One down. Eat it. One left. Ready when you are. Ready. Und nochmal. You? Yep. Saw that. Let's get it over with. And done. Perfect. Done and done. Haben wir hier nach dahin schon mal frei. Und Nüsse und dennoch fehlt noch eins. Hey, you! Come see! What? Oh! So cool! A beach! Looks like the ones on Beauty that my mom and I used to go to. Lucky you. Oh, too bad there's no bridge leading there. We could use a dip. We could jump. What? It isn't that high, and the water looks deep. If we jump straight, it probably won't hurt. Let's do it! I'm game! Seriously? Of course! You just said that it's safe. Then let's go for it. Well, aren't you jumping? It's kind of high, actually. Yeah, yeah. You're the one who said it wasn't that high. I know. But now that we decided we should jump, it feels like 5 or 6 meters higher. Do you want me to jump first? No, no, it's all good. It was my idea. I'll jump first. Okay. You're coming next, right? You're not leaving me alone down there. Of course. As soon as you get out of the way, I'll jump. Well, unless you hurt yourself, or you tell me, no, you, don't go. Okay. I might scream a little. Oh, yeah, I will too. All right. Jump on three. Das wird doch nichts. One. Two. Three. Wow. You didn't jump. I thought I didn't. My own legs betrayed me. Okay. Let's try again together? Okay, together. You're not gonna chicken out this time. Not if you're holding my hand. Okay. One, two, three! Und sie tun's wirklich. Gleich höre ich nur noch einen Knochen zersplittern. It's so warm. Maybe it's because it's closer to the core. Or maybe it's sheltered from the winds above. Who cares why? Come on, let's get suited up. Ah, this is a lot better. So, jetzt stehen wir hier mit Badesachen. Und sind mitten im Nirgendwo. This is a good place to sit down, isn't it? It's perfect. Okay, that settles it. I am never leaving this planet. That wasn't on the cards anyway. I hear ya,
But they have cream berries growing right on the ground. Isn't that heavenly? They always grow right on the ground. Not on top. On top, you can only get cream berries at the luxury stalls. And they cost a bleeding arm and a leg. Huh. And so it seems that we're about to start eating like kings. Und wir haben was Neues zu essen gefunden. We're on a paradise island. Of course there's cream berries. Da legen wir uns gleich hin. So, ich musste ganz kurz nieten. Entschuldigung. So, dann sonnen wir uns mal. Break? Break. Are you sure this will work? It's not ideal, but for a lack of a better option, creamberry oil will offer some UV protection. That way, your skin will only burn a little bit. Stop it. That's not funny. Nah, don't worry. If we don't linger here for hours, it should do just fine. You might even get a little tan. I'd like to see that. You're applying double on my shoulders, aren't you? Yeah. Yeah. This is terrible. I smell like creamberries. I want to eat myself. I would also like to eat you. I don't think you need to apply any there. Oh, really? Should I stop? No. No, keep going. Okay. Bitte, man kann auch schwimmen. I'm out of my depth. Wanna swim to that rock? Which one? Ich schwimme einfach mal. Also im Wasser kann man nicht wirklich machen gerade. Okay. Gut, ich würde so dann jetzt auch mal den Part beenden. Und wir sehen uns hier gleich wieder. Also, ciao.